Hallo, wieder, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? KW 30. Schauen wir mal zusammen wieder. Hinter dem Deck neunte Stäbe. Ich muss ein bisschen lachen gerade. Also wieder, ich habe mir halt nur, ja. Also, hinter dem Deck neunte Stäbe. Ich weiß gar nicht, warum ich lache. Eigentlich wieder, weil im Prinzip diese neunte Stäbe, also hier gibt es ja nichts zum Lachen. Ne? Also neunte Stäbe für mich ist oft eine rote Fahne. Ja, eine rote Fahne, also Achtung, Achtung, so ungefähr. Warum? Weil du siehst ja die Illustration hier von dieser Karte, du siehst ja eine Person, die mehrere Verletzungen hat. Ja, also die Person schaut zurück in diese Vergangenheit und hat sogar Angst und mehrere Verletzungen, ist oft das enttäuscht worden oder hat es einfach satt, sozusagen. Also diese Person hier hat es mittlerweile satt. Ja, von einer bestimmten Situation, also eine bestimmte Situation, irgendwie, keine Ahnung, wie bei dir aussieht, wieder, weil du weißt ja, also wie ich immer sage, sind Tausende von Menschen auf der Welt mit Sternzeichen wieder und bei jeder eine andere Situation. Ja, also von da aus, ich sage nur die Energie, wie die Energie sich zeigt. Und die Energie, man spürt hier ein Gefühl von, ich habe es satt. Ich habe es satt. Ich bin kurz vor einem Ende in eine bestimmte Situation. Kann für dich Arbeit sein, kann Familie sein, kann Freundschaft sein, kann egal in welcher Situation. Aber man hat hier ein Gefühl von, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, mir reicht es jetzt mittlerweile und ich bin kurz vor einem Ende in eine Sache, weil es gibt hier so fast wie eine Wiederholung, gell? Wieder. Das Gefühl hier ist wie eine Wiederholung. Ja, eine Wiederholung. Eine Situation, die sich immer wieder kommt und wo man sagt, ja. Wir schauen jetzt zusammen. Also schau mal bitte jetzt hier. Also ich möchte dir eine Sache sagen wieder. Bei Sternzeichen Zwilling gab heute eine Energie, die ähnlich für dich für KW 29 war. Das habe ich bei Sternzeichen Zwilling vergessen zu erwähnen, aber jetzt denke ich bei dir halt darüber, ja, nach. Also bei Sternzeichen Zwilling, KW 30, kommt eine Energie wie bei dir im KW 29. Ich weiß nicht, ob das für dich irgendwie von Bedeutung ist, sage ich noch halt jetzt, ja. In manchen Fällen, weil du auch in deinem astrologischen Chart Sternzeichen Zwilling sehr präsent hast. Es kann möglich sein. Oder du wirst vielleicht wissen oder auch wiederum nicht. Kein Problem. Interessant, die Karte der Teufel erscheint heute doch bei Sternzeichen Zwilling. Und hier, wie gesagt, also wieder, das Gefühl hier ist, du hast irgendwie, und die Legung kann sich ja spiegeln, das sage ich immer wieder, weil immer wieder kommen neue Menschen, die sich solche Videos anschauen und sich wenig auskennen. Und deswegen erwähne ich das immer wieder. Also in manchen Fällen wirst du in diese KW 30 mit einer Person zu tun haben, die du natürlich ziemlich gut kennst. Eine Situation gibt es hier, die nicht gut ist. Sage ich es jetzt mal so. Eine Sache ist hier, es gibt etwas hier. Das kann hier mit einem Suchtverhalten auch zu tun. Suchtverhalten, eine toxische Situation mit einer Person. Eine Person, die immer wieder das Gleiche möchte. Also ich sehe hier die Arbeit, wieder.
In manchen Fällen reden wir wirklich für eine Gruppe von euch, dass wir hier mehr mit der Arbeit zu tun haben. Also eine Situation, die sich mehr auf der Arbeit abspielt, ja. Und das gibt eine bestimmte Sache hier, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Ja, es gibt hier eine Ausnutzung, eine Manipulation. Es gibt hier, ja, irgendwie eine Ausnutzung oder Manipulation oder so eine Situation. Oder viel Arbeit, also dass du zum Beispiel sehr, sehr viel arbeitest. Und das ist mittlerweile schon fast wie eine Ausnutzung. Es fühlt sich wie eine Ausnutzung, das, was bei dir auf der Arbeit ist. Dass du, ja, tatsächlich. Sternzeichen Steinbock ist hier bei dir auch zu sehen. Ja, schau mal bitte jetzt wieder die Karten, die für dich gekommen sind. Zwei, drei wichtigen großen Arkana gerade auf den Tisch. Also Sternzeichen Waage sehr präsent bei dir sogar. Sternzeichen Waage und Stier. Stier sogar auf den Würfeln, muss ich dazu sagen. Ja, auf den Würfeln Sternzeichen Stier. Und die Nummer zwei. Die Karte, die Gerechtigkeit, zehnte Stäbe und die Herrscherin. Also starke Energie bei dir wieder, weil du siehst ja zehnte Stäbe in der Mitte. Aber ich habe ja neunte Stäbe schon da. Ja? Also ich habe bereits die neunte Stäbe schon hier und jetzt zehnte Stäbe in der Mitte. Also es gibt doch hier eine Situation, wo entweder, wie gesagt, mein Gefühl gerade ist, dass für manche von euch es spielt sich das hier auf der Arbeit. Und also ich denke, wir reden hier über eine Ausnutzung. Ja, eine Ausnutzung. Kann für die Arbeit sein, für dich oder sonst in eine familiäre Situation oder wie auch immer. Eine Ausnutzung gibt es hier. Wieder. Und das darfst du nicht natürlich erlauben. Also hier gibt es eine Ausnutzung. Arbeit, Familie oder wie auch immer. Die Sache ist, in manchen Fällen hier könnte ich aber auch einen Ex haben. Und diesen Ex kann die Mutter oder der Vater deiner Kinder sein. Das spricht wieder aber nicht für uns alle, weil wir nicht alle Kinder haben. Von da aus kann auch einfach einen Ex sein. Oder sogar deine eigene Mutter. Oder also deinen eigenen Vater oder Mutter. Es ist verschieden. Ich habe hier eine Herrscherin. Wieder interessante Energie, weil wenn die Karte die Gerechtigkeit kommt, ist, weil die Situation schon kompliziert ist. Ja? Also ich übertreibe es nicht gerade, wenn ich dir sage, dass ich hier eine komplizierte Situation sehe. Ich übertreibe es gar nicht, ja? Weil das ist die Gerechtigkeit und zehnte Stäbe. Die Sache ist für dich, wo für dich in deiner Situation, wo ist das hier jetzt so kompliziert? Was zeigt sich für dich wie eine Last? Es spürt sich ja wie eine Last, ja. Also ich kann tatsächlich nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja. Tatsächlich. Ich hole mir mehrere Karten. Ja. Ich hole mir mehrere Karten. Ich spüre hier eine Manipulation. Ich spüre hier ja, ganz schön viele Sachen, ja. Also. Und ja, wieder, also Sternzeichen Waage, groß geschrieben, ne? Sternzeichen Waage. Stier nämlich auch. Steinbock auch. Und die Arbeit, ne? Also ich spüre bei dir sehr, sehr die Arbeit. Für eine Gruppe könnte ich sogar hier eine Kündigung sehen, ne? Früher oder später. Das ist für mich eine Kündigung. Aber das macht ja eigentlich nicht viel aus, weil in manchen Fällen dir geht es wirklich sehr gut. Also dir geht es gut, du hast gar keinen, ja, aber du erlaubst manche Manipulationen oder Ausnutzungen nicht mehr. Das ist, was ich hier spüre, weil eigentlich dir selbst geht es schon gut. Ja, ich spüre hier nochmals die Karte der Teufel, dreht sich um. Wieder, die Karte der Teufel.
Du musst die Energie anpassen, so wie es für dich am besten ist, weil das könnte, wie gesagt, mit einem Wunschpartner zu tun haben, mit einem Ex. Die Situation zeigt sich ja kompliziert. Puppe der Schwerter. Ein Kind ist hier, aber sicher ist das hier ein Kind. Ich sehe hier eine Schwangerschaft, wieder. Aber groß geschrieben, ne? Also, jemand ist hier schwanger und das ist schon mal sicher. Das ist schon mal sicher. Ja, das spricht nicht für uns allen, aber jemand ist hier bestimmt schwanger. Oder man hat eine Person geschwängert. So eine Situation gibt es hier. Eine Schwangerschaft ist hier. Hinter dem Deck einen Ritter der Kelche. Ritter der Kelche. Du siehst ja, es gibt hier eine Handlung. Ja. Also Ritter der Kelchen ist eine Person, die eine Kommunikation macht. Eine Handlung oder Kommunikation und mehr eine liebe Botschaft. Also ich spüre hier eine Person, die sich entschuldigen möchte oder es wieder gut machen möchte, sich versöhnen möchte. Ist eine sehr, sehr charmant, die Person, eine hübsche Person. Diese Person bringt sogar Blumen vor, dabei also mit. Und es gibt hier eine Person, die. Ja, also wieder, in manchen Fällen spüre ich gerade hier Unterschiede zwischen zwei Personen. Und das hat mit der Religion auch zu tun. Die Religion, die Nationalität, die Sprache, ja, das Land, also verschiedene Hautfarben. Ich spüre hier große Unterschiede. Es könnte mit Altersunterschied natürlich auch zu tun haben. Also die Unterschiede gerade hier mit zwischen zwei Personen ist groß, ja. Ist schon groß, tatsächlich. Sternzeichen Skorpion, nämlich auch hier, aber das ist ein Gefühl, das ist ein Gefühl bei dir gerade so ungefähr. Nein, oder? Wirklich, willst du es mir sagen? Wirklich? Das Gefühl ist von Überraschung. Es gibt hier ein Gefühl von einer Überraschung, so ungefähr. Ich glaube es wohl nicht. Ich glaube wohl nicht, dass das wirklich so jetzt ist, dass die Person wirklich. Ich glaube es wohl nicht. So ein Gefühl gibt es hier bei dir. Wieder, in manchen Fällen rechnest du auch nächste Woche mit dieser Situation hier gar nichts. Du rechnest gar nicht. Von da aus, es kann möglich sein, dass dir jetzt gerade alles ein bisschen so spanisch vorkommt. Ja. Ich spüre eine Blockade hier, das sage ich dir aber auch. Schau mal bitte jetzt wieder. In der Mitte eine Puppe der Schwerter, Luftelement, Sternzeichen Zwilling, Wassermann, Waage. Waage, du siehst ja, sehr präsent sogar, aber ja, Zwilling oder Wassermann. Puppe der Schwerter ist der Spione im Tarot. In manchen Fällen wirst du auch spioniert über Internet. Jemand, ja, beobachtet dich. Ja, das Gefühl gerade bei dir hier von einer jüngeren Person und in manchen Fällen spricht das hier für eine Gruppe von euch, für ein Kind, ja, dass das hier ein Kind von dir ist, ist sehr groß. Wenn du mir sagst, nein, kann kein Kind sein, weil ich habe keine Kinder, du hast mit einer Person zu tun, die ein bisschen so Schauspieler ist. Unabhängig von den Sternzeichen, ich rede hier nicht über einen bestimmten Sternzeichen, ich rede über eine Energie, ja? Weil ich kann viel Luftelement in mir haben, ja? Und kein Schauspieler sein. Gut, ein bisschen schon, aber nicht so viel, ja? Also die Sache ist, ich habe hier eine Person, die ziemlich unreif ist, ja? Schau mal, weißt du, warum ich das sage? Ich habe zwei Puppen hier. Puppe der Stäbe, Puppe der Schwerter. Und eine Mutter. Ja? Also, und nochmals, wenn du mir sagst, nein, das sind keine Kinder, ich sehe hier eine unreife Energie. Eine ziemlich unreife Energie. Eine Person, die ein bisschen Drama macht, viel Drama. Wie ein kleines Kind, also ein Kind, ein verwöhntes Kind, ja, so ein Kind, der, wenn was möchte, möchte es unbedingt haben, so ungefähr, sonst weine ich und fange an irgendwie, ja, so ein verwöhntes Kind habe ich hier das Gefühl, ja.
Es gibt hier also eine Person mit ein bisschen Drama. Wow, was für eine Energie hier. Schau mal bitte. Also die Hohepriesterin, die Sonne und die Herrscherin, drei großen Arkana. Sternzeichen Löwe, Fische, Stier, Waage, wie ich dir gesagt habe, Jungfrau, Steinbock sehr präsent bei dir, Stier überhaupt, ja. Also, ich sehe hier ein Geheimnis, irgendwie wieder, ein Geheimnis ist hier, aber es gibt hier eine Situation in manchen Fällen, worüber man nicht spricht. Also ich rede über diese Situation hier mit niemand. Es ist für mich, ich behalte das für mich. Niemand darf oder soll darüber Bescheid wissen. Das macht mich glücklich. Also ich spüre hier eine Situation, die dich glücklich macht. Ja, nochmals, es zeigt sich hier dieses Geheimnis. Altersunterschied immer wieder, sehr betont. Es wird immer wieder betont, diesen Altersunterschied. Großen Altersunterschied. Und wenn nicht, rede ich hier über eine Schwangerschaft. Also in manchen Fällen wieder gibt es, hast du, wenn du ein Mann bist, du hast irgendwo ein Baby gemacht und niemand weiß darüber Bescheid. Ja? Und wenn du Frau bist, wirst du von einem Mann schwanger, der möglicherweise auch in einer Beziehung ist. Und in manchen Fällen spricht das von keinem Beispiel jetzt für dich. Keinen von beiden Beispielen spricht für dich. Aber ich sage halt nur das, was ich hier spüre. Und entweder passt das oder passt das gar nicht, ne? Aber das Gefühl ist hier schon. Eine Schwangerschaft, die im Geheimnis bleibt. Es gibt ein Geheimnis. Und in manchen Fällen weißt du deswegen auch darüber nicht Bescheid, weil ein Geheimnis ist. Denn ich weiß nicht, wer diese Herrscherin für dich ist. Nur wenn du in Resonanz kommst, weil wenn nicht, das spricht gar nicht für dich. Oder in manchen Fällen erfährst du nächste Woche irgendwie, dass eine Person, die nicht so weit weg von dir ist und so weiter, schwanger ist. Aber eigentlich diese Person ist für dich, eigentlich sollte eine wichtige Person hier für dich sein. Du siehst ja, ich sehe eine Mutter, ich sehe Kinder. Ich sehe eine, also ich sehe, jemand beobachtet hier und das ist sicher. Das ist sicher. Warum beobachtet jemand hier? Weil du die Sonne bist für diese Person. Du bist die Sonne, du bist das Licht, du bist das Leben für diese Person. Jemand beobachtet dich sehr sogar. Das ist hier, die Energie ist langsam, die Energie, ja, in manchen Fällen rede ich über eine Person, die noch in einer Beziehung ist. Deswegen zeigt sich hier so ein großes Geheimnis, weil eine Person beobachtet dich schon über Internet sehr wahrscheinlich oder irgendeine Sache gibt es hier. Man beobachtet dich schon, aber man macht keine Handlung oder bis jetzt war es so, dass die Energie sehr langsam war und in manchen Fällen, weil jemand hier noch in einer Beziehung war. Aber das Gefühl ist, man hält das nicht mehr aus. Also so ungefähr, ich kann das nicht mehr aushalten. Also jemand möchte hier eine Nachricht senden. Wieder. König der Schwerter, fünfte Schwerter, Bube der Schwerter, Luftelement. Luftelement bei dir. Sternzeichen Waage überhaupt. Sternzeichen Waage. Der Herrscher und die Herrscherin. Es gibt hier eine wichtige Verbindung, gell? Eine wichtige Verbindung zwischen zwei Personen. Deswegen diese starke Anziehung hier auch. Der Herrscher ist ein Zeichen wieder wie du. Stier, nämlich Steinbock. Einen Chef, eine Chefin. Also wieder, in manchen Fällen ist das ein Chef von dir, eine Chefin. Gibt es hier eine Verbindung durch die Arbeit zu dieser Person? Irgendetwas ist hier, also etwas ist hier. Etwas ist hier.
Ist das sonst doch eine Ex-Frau, einen Ex-Mann? Zehn, zehn. Wow, Gefährte. Also fünfte Kelche. Und fünfte Schwerter, die Nummer 5, 5, 5. Die Nummer 5, 5, 5, es spricht für Veränderungen. Ich sehe hier Veränderungen. Ja, natürlich, wir sind ja kurz hier vor einem Schluss in einer Situation. Neunte Stäbe, die Karte der Teufel. Man kann hier eine Sache nicht mehr, also man hält das nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Es gibt in manchen Fällen hier eine Trennung, eine Person, die Grenze setzt, also jemand hat hier Grenze gesetzt, ja. Es gibt hier eine Trennung, aber jemand hält das nicht mehr aus und man man schickt hier eine Nachricht. Wieder, ich habe die Nummer 10, 1, 2, 3, also 1, 2, 3 mal auf den Tisch. Die Nummer 10. Die Nummer 5, 5, 5. Der Puppe der Schwerter, Puppe der Schwerter. Ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht, wieder, aber ich sehe hier auch eine familiäre Situation. Ne? Und eine familiäre Situation, aber ich spüre hier schon einen Schluss irgendwie. Es kommt darauf an, wie es für dich aussieht, aber ich spüre hier diesen Schluss und irgendjemand hier macht nochmals, also man könnte hier diese unendliche Geschichte sehen, die unendliche Geschichte. Kinder sehe ich, aber wirklich viele. Also zwei Kinder, drei Kinder. Eine Wahrheit kommt hier ans Licht. Jemand erfährt hier von einer Schwangerschaft. Also jemand erfährt hier über eine Schwangerschaft. Irgendwie. Wieder. Ja, komplizierte Situation. Nochmals die Karte der Teufel. Also Sternzeichen Steinbock. Es gibt hier schon eine interessante Sache. Die Karte der Teufel erscheint bei dir dreimal. Die Karte der Teufel erscheint bei dir dreimal. Und diese Energie hatten wir vorherige Woche auch gehabt. Ja, vorherige Woche hatten wir diese Energie für dich gehabt. Wir reden hier, wie gesagt, da die Situationen so verschieden sind und ich in manchen Situationen gar nicht mehr denken kann, was da alles abgeht. Nur du weißt, wie es für dich aussieht. Ich sehe hier aber, tja, eine interessante Sache. Das Gefühl wäre hier, sind mehrere Beteiligte natürlich hier involviert in dieser Situation. Ich spüre hier eine Wahrheit, die ans Licht kommt. Für eine Gruppe spricht das hier doch für eine Schwangerschaft. Das erfährt man. Oder man erfährt hier, dass eine Person sehr wichtig für dich was Neues anfängt, also denn hier haben wir die Spione vom Tarot, es gibt hier einen Spione. Ich sehe hier ein Geheimnis wieder, ein Geheimnis oder und das Gefühl wäre, ich möchte die Person, aber es geht halt nicht wegen dieser und dieser Situation. Ja, also ich würde gerne mit dieser Person zusammen sein, aber es geht leider nicht wegen das und das. Die Energie zeigt sich nämlich so wieder. Ich spüre hier klare Veränderungen in deiner Energie. Die Nummer 10 wiederholt sich ständig.
Die Nummer 5 wiederholt sich. Also ich spüre hier bei dir klare Veränderungen in deiner Energie. Ja? Aber die Nummer 2, es gibt eine Dualität. Eine Dualität. Das heißt, eine familiäre Situation ist hier ja oder ja. Und das ist schon mal sicher. Aber dann gibt es ein Geheimnis. Etwas, wo man möchte, aber die Hindernisse, oder man denkt, Hindernisse sind da. Man denkt, ja. Auf jeden Fall mehrere Beteiligten. Schau mal bitte jetzt wieder von meinen Bildern, habe ich dieses Foto. Ich habe dir auch ganz am Anfang gesagt, dass wir hier möglicherweise mit mehrere Unterschiede haben zwischen zwei Personen. Die Religion, Nationalität und so weiter, haben wir vorher gesagt. Das ist jetzt ein Foto. Eine Person schaut sich ja ein Foto ständig an, Fotos, die man so hat. Die andere Karte ist, we want you. We want you. In manchen Fällen gibt es hier sehr viel Erfolg auf der Arbeit. In Bezug auf Arbeit, ich sehe hier sehr viel Stabilität. Und in manchen Fällen fängst du auch was Neues an. In Bezug auf Arbeit. Du bewerbst dich woanders und irgendwie bekommt man hier auch ja, Kommunikation über diese Situation hier. Sei echt, sei natürlich, sei einfach du selbst, sagt diese Karte. Hier könnte man ein Krankenhaus sehen oder ein Altersheim. Ja, also ich weiß nicht, für wem, für euch das hier jetzt was spricht, aber wie gesagt, ein Altersheim oder ein Krankenhaus, eine Klinik, einen Ort, wo man heilen muss. Oder man, ja, also, das ist halt interessant hier. Und das Wort City, ich glaube, bei Sternzeichen Zwilling kam dieses auch. Hinter dem Deck kam dieses hier. Und hier steht, wer etwa 20 Zigaretten pro Tag raucht und am Neujahr damit aufhört, der hat bis zum nächsten Silvester bereits mehr als 2.500 Euro gespart. Ich meine, statistisch gesehen ist nicht schlecht. Ja? Ich weiß nicht, ob das für dich ist. Schau mal bitte jetzt. Die Karte von diesem Deck, die ich rausgenommen habe, diese Neumond in Widder. Neumond in Widder. Das ist ein Sternzeichen. Also es ist Zeit zum Handeln. Es ist Zeit zum Handeln. Es ist Zeit zum Handeln. Warum wiederhole ich das so oft? Weil wieder die letzte Zeit war bei dir eine Energie, die sehr langsam war. Oft ist die Energie langsam, weil wir auch langsam, selbst auch langsam sind. Wenn wir zum Beispiel anfangen, mehr Sport zu treiben, unsere Energie mehr zu bewegen, die Energie bewegt sich auch automatisch. Also wir müssen ein bisschen mehr aktiv sein, tatsächlich mehr handeln und die Energie bewegt sich auch mehr. Wenn wir spüren, dass die Energie extrem langsam ist, das heißt für uns, dass wir selbst die Energie in Bewegung bringen sollen. Und das können wir selbst schon machen, indem wir natürlich, wie gesagt, mehr Sport treiben würden. Und ja, wieder, das spricht für dich, das spricht für mich, das spricht für uns allen. Ja? Aber das ist die Energie, die für dich gekommen ist. Und hinter dem Deck, kommt von deiner Komfortzone raus. Ja. Kommt von deiner Komfortzone raus, tatsächlich. Interessant. Also so ungefähr, diese beiden Karten synchronisieren sich schon. Ja. Möchte man, dass die Energie sich schneller bewegt, möchte man, ja, dann bewegt, muss man selbst die Energie mehr bewegen, indem man von dieser Komfortzone auch rausgeht. Ich spüre hier Veränderungen bei dir wieder, sicher. Sicher, wenn die Nummer 5 sich so oft wiederholt und die Nummer 10 sich auch so oft wiederholt, ich spüre bei dir Veränderungen. Und ich denke, man muss wirklich von einer bestimmten toxischen Situation rausgehen. Und ja, in manchen Fällen hat das auch mit einem Ex zu tun oder so eine Sache gibt es hier. So eine Situation gibt es hier und das ist sicher.
Es ist die Vergangenheit wieder. Die Vergangenheit ist bei dir wirklich hier. Und das ist ja, schau mal, diese Karte wiederholt sich oft das. Fünfte Kelche, fünfte Kelche. Ja, von dieser Situation muss man raus. Natürlich, von dieser Situation muss man raus. Es bleibt nichts anderes übrig. Es bleibt nichts anderes übrig. Ja. Der Herrscher und die Herrscherin, in der Mitte der König der Schwerter. Tja, so ist es. So ist es. Zwillingsflamme, sicher, ja, Zwillingsflamme, aber das sagt uns gar nicht, ne? Sage ich nur jetzt nebenbei, ja? Also, dass ich mit einer Person eine wichtige Seelenverbindung habe, sagt mir gar nichts. Weil wenn diese Person oder ich für eine bestimmte besondere Beziehung nicht vorbereitet sind, bringt mir das nichts. Es bringt mir nichts, ja? Also von da aus, ich muss mich und mich fokussieren. Ich muss mich weiterentwickeln in diesem Leben. Und toxische Situationen, von toxischen Situationen mich fernhalten. Und das entscheide ich. Wie lang bleibe ich in dieser Situation? Wie lang bleibe ich in dieser toxischen Situation? Das entscheide ich. Ich entscheide, ich handle, ja? Denn wie diese Karte sagt, also möchtest du tatsächlich von einer bestimmten Situation rauskommen? Ja, bewegt doch die Energie. Bewegt die Energie. Worauf warten wir? Dass das Universum für uns handelt? Nein, nein. Du möchtest, dass eine bestimmte Situation sich verändert. Fäng du erst mal an. Fäng du an. Ja. Steht auch in der Bibel, ja. Also helfe du dir erstmal und danach komme ich und helfe dir weiter. Aber helfe du dir erstmal, ja? Fäng du erstmal an, damit ich dir natürlich auch dabei stehen kann. Ja, von nichts kommt ja nichts. Von nichts kommt ja nichts. Ja? Also sich bewegen, tatsächlich. Die Energie bewegen, natürlich. Und die Energie bewegen heißt nicht auf dem Sofa eine Serie von Netflix sich anschauen, zu schauen. Das ist nicht die Energie bewegen. Die Energie bewegen heißt aktiv bleiben. Von einer bestimmten Situation rausgehen, aktiv bleiben, Fitness, Studio, sich bewegen, Sport treiben und so weiter und so fort. Die Energie bewegen, sich um sich selbst zu fokussieren. Das heißt eigentlich von einer Komfortzone rausgehen, Veränderungen durchführen und überhaupt die Vergangenheit hier. Also wieder, das ist die Vergangenheit. Wie lang bitte schön noch? Wie lang noch? Ja, wie lang und wozu und überhaupt? Wie lang noch? Das ist ja sicher hier. Also für mich ist das eine deutliche Sache hier. Deutlich. Deutlich. Und egal wie deine Situation aussieht, egal in welcher Situation du dich befindest, egal. Hier muss eine bestimmte Sache sich verändern, sicher. Und das weißt du nämlich auch wieder. Das weißt du sicher, weißt du das? Ja. Das weißt du sicher, weil wenn das kein Ex ist oder zum Beispiel auch nicht der Vater oder die Mutter deiner Kinder ist und das ist eine Person, mit der du eine Person, die verheiratet ist, mit der du tatsächlich eine Beziehung hast. Und das kann für dich ein Chef oder eine Chefin sein, eine Beziehung zu dem Chef oder Chefin. Du bist die dritte Person und irgendwie die Person ist verheiratet und so weiter. Mittlerweile wissen das auch die anderen Beteiligten, dass es dich gibt. Ja, mehrere Menschen wissen das jetzt auch, dass es dich gibt. Ja. Und wenn das nicht dein Fall ist, dass du halt in einer Beziehung bist und eine dritte Person, also irgendetwas ist hier, irgendetwas. Und wenn gar nichts ist,
Die Vergangenheit ist hier noch extrem zu spüren, extrem zu spüren. Und wenn wir wollen, dass das sich hier verändert, das, und wir müssen selbst handeln. Und das heißt, die Energie bewegen. Und die Energie kann ich schon bewegen. Ich kann es schon machen, dass die Energie schneller wird. Natürlich kann ich das machen, wenn ich das will. Ja? Wenn ich das will, ich kann in meiner Komfortzone bleiben, natürlich. Aber hier gibt es so eine Situation. Also wieder, die Energie zeigt sich nämlich so und es muss nicht für uns allen reden. Ich danke dir sehr für deine Likes, für deine Abos. Danke schon wieder und bis bald. Tschüss.